So, jetzt haben wir was ganz Schönes vor. Wir machen jetzt Cardio. Das heißt, ihr braucht nichts an Gerätschaften, sondern ihr müsst jetzt nur aufstehen und schwitzen. Wir fangen an, zum ganz locker warm werden. Ihr dürft einfach mal auf der Stelle anfangen zu gehen. Und ich erkläre euch mal, wie wir gleich vorgehen. Wir machen 3 Runden und die gehen jeweils 4 Minuten. Das heißt, ihr dürft gleich in den 4 Minuten immer 4 verschiedene Übungen machen. Einfach mit mir mitmachen. Und zwischen diesen 4er-Blöcken gibt es noch eine Pause. Okay? Und was wir hier machen, ist noch so ein kleines Warm-up. Das dürft ihr einfach mal seitlich steppen. Und es gilt, ihr macht natürlich nur so mit, wie es für euch möglich ist. Ich werde bei den einzelnen Übungen nachher ansagen, wenn 30 Sekunden vorbei sind und wenn 40 Sekunden vorbei sind. Ich mache immer bei 40 Sekunden Schluss. Ihr dürft auch bei 30 Sekunden Schluss machen. Wenn ihr bei 30 Sekunden Schluss macht, dann habt ihr auch 30 Sekunden Pause. Wenn ihr bei 40 Sekunden mit mir Schluss macht, habt ihr dann dementsprechend nur 20 Sekunden Pause. Und so könnt ihr es einteilen, wie es für euch passt. Jetzt marschieren wir noch ein bisschen auf der Stelle. Bisschen ins Laufen kommen. Und hinten mal anfersen. Entweder im Stand oder schön dynamisch. Typischen Übungen, die man vom Fußballspiel oder Handballspiel macht. Und Jumping Jacks. Bei den Jumping Jacks, wenn das eure Knie nicht mitmachen, könnt ihr jetzt auch gerne nach vorne machen. Das ist manchmal ein bisschen angenehmer. Ich mache es jetzt so rum. Und damit ich eure volle Aufmerksamkeit bekomme, dürft ihr jetzt weitermachen mit den Jumping Jacks. Nur der rechte Arm, der bleibt oben. Und der rechte Arm macht normal weiter. Der linke Arm bleibt oben. Hihi. Und wie klappt das? Alles macht normal weiter. Das linke Bein bleibt in der Mitte. Und der Rest macht mit. Und wir wechseln. Sehr cool. Wir fangen an. Wie gesagt, nach 30 Sekunden könnt ihr aufhören oder nach 40 Sekunden. Ich habe gerade eben schon ein Video abgedreht. Das heißt, wenn ihr mich hasst während dem Workout, ich hasse mich genauso, weil das wird jetzt richtig schön. So, wir fangen an mit Tappings. Ich gucke auf die Uhr, los geht's. Auf der Stelle tippen. Könnt jetzt noch so ein relativ moderates Tempo wählen. Und nach 10 Sekunden erhöhen wir das Tempo. Jetzt sind wir schon so bei 60%. Jetzt sind wir bei 20 Sekunden und wir werden noch schneller. Noch 5 Sekunden für diejenigen, die bei 30 Sekunden Schluss machen. Super, 30 Sekunden sind rum und die letzten 10 Sekunden, kommt, dranbleiben. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön, Pause. Wichtig ist, wenn ihr überlegt, ihr habt 3 verschiedene Zonen, die grüne Zone, alles geht noch ganz gut. Wir kommen runter, in den Liegestütz. Die gelbe Zone, das ist schon richtig anstrengend. Und die rote Zone ist gleich, oh, ich kann nicht mehr. Da geht es nur noch ein paar Sekunden. Ihr bewegt euch so in der gelben Zone, geht noch nicht in die rote Zone. So, der Bergsteiger im Liegestütz, abwechselnd die Beine ranziehen. Schaut, dass eure Schultern über den Händen sind. Und dann könnt ihr das Ganze auch schnell machen. Ja, die Übung hätte ich auch mal mit Mikrofon davor machen können. Jetzt schlägt mir das Mikrofon immer ins Kinn. Sehr gut. 30 Sekunden sind rum. Dranbleiben. 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Übung sind Sidesteps, okay? Ihr macht immer Sidesteps, ihr könnt die schön dynamisch machen oder ihr könnt es sogar gesprungen machen, okay? Also immer zack, zack. Wir fangen an in 2, 1 und los geht's. Zick, zick, zick,
10 Sekunden sind geschafft. Ihr wählt aus, wie weit ihr springt und nehmt die Arme mit. Sehr gut. 30 Sekunden sind vorbei. Zwei, eins, wunderbar. Letzte Übung in unserem Viererblock. Wir brauchen eine Wand und halten uns an der Wand fest. Dementsprechend könnt ihr euch einfach so festhalten und lehnt euch so ein bisschen dagegen. Und wir machen gleich Wall Sprints. Wir sprinten gegen die Wand. So, sieht so aus. Immer wieder abwechselnd die Beine anziehen und dabei im Oberkörper gerade bleiben. Und wir machen jetzt fünfmal die Beine anziehen und das ganz schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr geht so mit, wie ihr es könnt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Und sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 30 Sekunden sind rum. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Einmal noch. Sieben. Und jawohl. Fertig. Kurz verschnaufen. Das war die erste Runde. Okay? Das heißt, erster Viererblock ist geschafft. Wir machen weiter mit der zweiten Runde. Jetzt habt ihr aber ein bisschen mehr Pause. Das Ziel ist es, euch in den gelben Bereich reinzubekommen. Und jetzt dürft ihr euch ein bisschen erholen. Und dass ihr immer wieder hoch, runter kommt, damit das Herz auch richtig zu arbeiten hat. Wenn ihr wie ich zwischendrin noch ganz viel labern müsst, habt ihr nicht so viel Erholungspause. Also nutzt es jetzt, kommt runter. Und dann fangen wir gleich gemeinsam nochmal an. Die erste Übung waren die Tappings. Genau, die Tappings. Wir haben noch 10 Sekunden. Macht euch bereit. Und 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Auf der Stelle. 60%. Und hochgehen auf 80%. Das sind 20 Sekunden, jetzt die letzten 10 Sekunden für die 30, noch schneller. Gehen hoch auf 90. Okay, und jetzt sind die 30 Sekunden oben und für die 40 kommt 100%, 100%. Bis die Nachbarn sich beschweren. Sehr schön. 20 Sekunden Pause und wir gehen runter in den Bergsteiger. Im Liegestütz. Wenn euch der zu schwer ist, bleibt auf den Knien und hebt einfach hier abwechselnd die Knie an. Und los geht's. Jeder in seinem Tempo. Schaut, dass ihr nicht zu sehr schummelt und den Bergsteiger hier hinten macht. Da rutscht man gerne mal hin. Nein, wir bleiben über den Händen, weil es hier besonders viel Spaß macht. Das ist nicht geil. Dranbleiben. 30 Sekunden sind um. Zwei, eins. Sehr gut. Seitlich. Macht euch bereit. Entweder wählt ihr die Variante aus Tippen oder ihr macht die Sprünge oder diese nach hinten steppen oder die kompletten Sprünge. Drei, zwei, eins und los geht's. Stabil bleiben, lächeln nicht vergessen, weil es macht unheimlich viel Spaß, das Ganze. Und die 30 Sekunden sind um. 5, 4, 3, 2, 1.
Wall Sprints. Ich fange an mit 5er Serien, dann 7er Serien und dann mache ich 11er Serien. Und am Ende jeder Serie kurz in der Position bleiben, okay? Okay, fang an mit einer 5er Serie und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 30 Sekunden sind rum und jetzt nochmal 11er Serien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehr schön. Ja, das war schon wieder. Das war die zweite Runde. Kurze Pause. Und dann gehen wir in die dritte und letzte Runde. Da habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich dachte, die letzte Runde starten wir mit einer anderen Übung. Eure Aufgabe ist es, so schnell wie möglich, aber so, dass es gesund ist, so, dass ihr euch dabei wohlfühlt, auf den Bauch legen und wieder aufstehen. Wenn ihr sagt, hey, sag mal, spinnst du, jetzt auf den Boden runter, wieder hoch, dann ist das Workout schon vorbei, dann dürft ihr auch gerne das Sofa benutzen. Dann ist eure Aufgabe, ihr legt euch mit dem Rücken aufs Sofa und stellt euch danach wieder hin und macht es einfach immer wieder, okay? Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Wie gesagt, macht es gesund, macht es intelligent. Ich werde es so machen, dass ich mich hier ablege und wieder aufstehe, okay? Wie ihr das macht, euch überlassen, okay? Macht es aber in eurem Tempo, orientiert euch nicht an mich, sondern ihr macht es einfach so, wie es für euch passt. Wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Wie gesagt, wie häufig ihr am Ende aufgestanden seid, das ist völlig egal. Mir kommt es nur darauf an, dass ihr nach unten geht und wieder hochkommt. Macht es so, dass es für euch gesund ist, dass ihr euch nicht dabei wehtut. Das alles schonend machen. Sehr gut, die 30 Sekunden sind übrigens schon vorbei. Für die 40 Sekunden dranbleiben. 3, 2, 1 und gut. Bergsteiger. Macht euch bereit im Liegestütz. Fang an. Hin. Ich nehme das Mikro hier hin, sonst wird es gleich ein bisschen zu laut. Und los geht's. Bleibt mit euren Schultern über den Händen. So, ich hoffe, ihr schwitzt schon ansatzweise so viel wie ich. Schweiß ist Schwäche, die den Körper verlässt. Raus damit. Und dranbleiben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Es waren die 30 Sekunden. Habt ihr etwa gedacht, es sind, schon 40? Nein, wir bleiben dran. 3, 2, 1. Sehr schön. Gut. Und mir geht's prima. Wir machen die seitlichen Sprünge. 3, 2, 1 und aufpassen, dass ihr nicht in eurem eigenen Schweiß ausrutscht. Sehr gut. Und die 30 Sekunden sind vorbei. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Und dann haben wir noch die Wall Sprints.
Letzte Übung. Wir fangen wieder an mit den 5er-Serien. Hoch auf die 7er und so weiter. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Fünf, sieben, so, drei, vier, fünf, sechs, sieben, so, drei, vier, fünf, sechs, sieben, so, drei, vier, fünf, sechs, sieben, elf, so, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, eins, so, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf. Und die 30 Sekunden sind vorbei und die letzten 10 Sekunden sprinten wir nochmal durch. Los geht's. Schiebt die Wand zu den Nachbarn. Auf geht's, bleibt aufrecht. 5, 4, 3, 2, 1. Das war mal ein kurzes, intensives, knackiges Cardio-Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen noch ein kurzes Cooldown. Also ich bin durchgeschwitzt, die Matte auch. Legt euch einfach mal kurz hin. Hammer cool. Arme seitlich ablegen und erstmal zur Ruhe kommen, abwechselnd mal die Beine nach links und nach rechts. Und an solchen Workouts merkt ihr, es muss nicht immer 40 Minuten sein, es müssen nicht immer 60 oder anderthalb Stunden sein. Ihr könnt euch auch in kürzester Zeit wunderbar auspowern. Ohne Hilfsmittel. Gehen jetzt nochmal in die Dehnung rein. Linker Fuß auf das rechte Knie. Und beide Knie nach rechts ablegen. Und wenn euch das Workout gefallen hat und ihr merkt, hey, das würde ich gerne auch mal öfters machen, aber vielleicht auch dabei ein längeres Workout machen, dann macht doch einfach davor mal ein 20 Minuten Workout zum Thema Mobility und macht danach das Cardio-Workout und dann habt ihr schon einen 40-Minuten-Workout und so könnt ihr euer individuelles Training zusammenbasteln. Rechter Fuß auf das linke Knie, beide Knie nach links. Tief und ruhig atmen. Wunderbar. Liegen bleiben, ausruhen. Ihr habt es geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.